Das Auto dreckig, Alter. Fuck my life, ey. Ja, bevor wir, glaube ich, irgendwas machen, räumen wir, glaube ich, erstmal die Karre auf. Was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ja, ihr habt das Auto jetzt schon gesehen. Es ist unfassbar dreckig und im Titel steht auch, ey, ich muss irgendwie meinen BMW abgeben oder keine Ahnung, was ich da später reinschreiben werde. Aber ihr habt ja den Titel jetzt schon am Start, deswegen, Felix, halt einfach dein Maul. Auf jeden Fall muss ich das Auto abgeben, Freunde. Wieso, weshalb, warum, werde ich im weiteren Verlauf des Videos erzählen. Aber ich würde echt mal erstmal sagen, dass wir das Auto jetzt erstmal aufräumen. Weil schaut euch alleine mal den Kofferraum an. Das ist kein Kofferraum mehr. Das ist eine Ladefläche vom LKW oder so. Schaut euch das einfach mal an hier, was ich da alles reingeknallt habe. Das ist auch echt nicht mehr lustig. Hier machen wir auf hier den Bums. So, ja. Ja. Ja, genau. Ewige Sportschuhe, dann wahrscheinlich ein Liebesbrief von Saschas Mutter. Wir gucken mal rein. Ah nee, das ist so ein Kaufding von meiner Couch. Das hätte ich jetzt nicht aufmachen dürfen, beziehungsweise nicht weiter, sonst hättet ihr meine Adresse gesehen. Ah, korrekt. Ja, korrekt, eine Unterhose. Oh Gott, ich räume die Scheiße jetzt erstmal jetzt hier raus und dann fahren wir zur Waschanlage. Dann werden wir das Auto erstmal sauber machen hier mit so ein paar Sachen hier, so ein Speed Shampoo hat ein Kollege mir damals empfohlen. Pat, Grüße gehen raus an dich. Die Gloria, ich glaube, die kennen die meisten von euch auch, die sich ein bisschen mit Autos auskennen, beziehungsweise Autos putzen. Und dann habe ich noch so ein Snow Foam oder wie das heißt. Ich kann es leider gar nicht aussprechen. Damit werden wir das Auto gleich sauber machen. Scheiße, jetzt bin ich hier schon drauf gekommen, ey. War ich einfach nicht fertig. So, rein hier. Jetzt noch eben kurz die Gloria hier fertig. Liebe alte Gloria. Genau. Ah, Leute, wer kennt's nicht? Da will man sein Auto putzen und alles ist voll hier, ey. Och man, jedes Mal das gleiche. Jedes Mal, wenn ich Auto putzen will, wollen alle putzen, ne? Aber liegt wahrscheinlich jetzt auch in dem guten Wetter, dass die nächsten Tage jetzt schönes Wetter werden soll. Und da macht's ja auch Sinn, sein Auto zu putzen. Leute, vor mir steht gerade ein Auto. Vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen in dem, was ich vorher gezeigt habe. Was ich unbedingt haben will. Also ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir das Auto nach diesem Auto jetzt hier holen soll. Kommt halt darauf an, was das alles so kostet. Ich habe mich noch nicht beschäftigt mit, aber ich sehe gerade ein E300 vor mir in schwarz. Aber in so einem coolen Schwarz. Oder nee, das ist ein C300. Huch. Das ist aus dem EQP, da steht C300 dran. So, ich habe das Auto jetzt einmal kurz komplett einmal abgespritzt, seit der grobe Dreck weg ist. Und jetzt nehme ich jetzt hier meine Gloria. Hab mir gerade schon alles hier fertig gemixt und mache da jetzt dieses Snow-Zeug drauf und lasse einfach mal einwirken. Ich zeige euch das auch jetzt mal direkt. Jetzt müssen wir einfach mal jetzt hier so. So kommt das dann jetzt raus. Ich habe aber scheiße gemischt, das sehe ich jetzt schon, weil das nicht so, so viel Schneezeug drauf hat, also dieses Snow. Ich bin jetzt fertig mit Autoputzen, ich bin auch komplett fertig. Eigentlich hatte ich schon überlegt, das Video abzubrechen, mich einfach ins Bett zu legen und einfach wieder hinzulegen und einfach zu schlafen. Hey Leute, es sind 25 Grad, ich bin hier ultra am Sweaten und das Auto ist eben noch niemals richtig sauber geworden. Ich kann euch das mal kurz einmal jetzt hier zeigen. Guck mal, hier sind überall noch so Flecken. Da seht ihr das, da, okay, man kann das echt, fuck my life, Alter. Aber ich hatte einfach gar keinen Bock mehr, das Auto jetzt nochmal hier zu 100% sauber zu machen. Guck mal, selbst hier sind noch irgendwelche, Alter, selbst von außen ist der nicht richtig sauber, ne? Wobei, von außen geht's noch, aber ohne Spaß. Oh, ne. Alter, was ist mit mir? Was habe ich jetzt die letzte halbe Stunde gemacht? Ich glaube, ich lege mich echt einfach wieder schlafen, Alter. Mann, Mann, Mann. Die Sache ist eigentlich, ne, ich hatte heute übertrieben Bock, eigentlich mein Auto zu putzen. Aber ihr habt ja jetzt gerade das Endergebnis schon gesehen. Einfach Katastrophe. Aber wenn ihr wüsstet, was mir vorher wieder einfach passiert ist auf dem Waschpark. Ich habe so krasse Waschpark-Stories, aber heute, das war halt schon wieder die Creme à la Creme oder keine Ahnung, wie man die Scheiße sagt. Ich will auf diesen Waschpark drauffahren, beziehungsweise diese Straße einbiegen, so. Und ich bin halt ein bisschen zu sehr schon auf der anderen Spur. Also ich stehe so, boah, wie kann ich das, ich muss euch das echt, warte mal. Gib mir mal kurz eine Sekunde, das wird sowieso keiner verstehen. Aber ich muss euch das jetzt erklären, Alter, ich könnte kotzen. So, ich komme hier raus, hier ist meine Straße, hier komme ich so raus, hier ist mein Auto und hier ist halt so die andere Straße und jetzt kommt hier gerade ein Auto. Und ich stehe mit meinem Auto aber schon ungefähr so hier. Er müsste eigentlich theoretisch nur so fahren. Und von da kam keiner, also von hier kam keiner. Er hätte nur so einen Bogen machen können. Und ich stand wirklich Millimeter, hier ein Millimeter auf seiner Scheißspur. Und wisst ihr, was der Spasti macht?
anstatt der einfach so vorbeizufahren, hupt der erstmal 10 Minuten hinter ihm Auto. Die hat mich auch schon ein bisschen komisch angehupt, die Frau. Ich glaube, die war irgendwie am Ende auf meiner Seite. Er hupt und ich so, nee, nee, Digga, ich bleib einfach stehen. War mir scheißegal. So ein fetter Typ war das einfach mit so einer fetten Sonnenbrille. Sah aus wie Katar oder wie Chatin. Keine Ahnung, wie der heißt. Ungefähr so sah der aus. Also, ich glaube, 1 gegen 1 hätte ich keine Chance gegeben. Aber ich so, nö, nö, Digga, kannst du mich schon schön am, ne? Und auf einmal steigt der aus und ich so, oh. Scheiße, wenn ich jetzt im Auto sitzen bleibe und er haut mir einen rein, gar nicht gut, ich steig mir auch lieber aus. Bin auch ausgestiegen, ja. Und dann kam er vor mir, Sonnenbrille abgenommen, so, ey, Digga, du stehst auf meiner Straße so, mach mal jetzt nicht so oft arrogant und so. Ich sag so, Digga, jetzt steig mal über dein Auto ein. Also will ich nicht, ich sag, Digga, aber ich hab gesagt, ey, jetzt steig mal über dein Auto ein, hinter dir sind schon 2, 3 Autos, die hupen auch schon. Jetzt komm, scheiß drauf, war ein bisschen blöd von mir und er so, wollte damit irgendwie diskutieren. Ich hatte gar keinen Bock, Alter. Ich einfach mein Auto eingestiegen, ein bisschen zurückgefahren, dann ist er gefahren. Er hat sich wahrscheinlich gefühlt wie der coolste Boss auf Erden, aber ist mir auch scheißegal, Alter. Der Klüge rippt nach. Und ehrlich jetzt, Alter, am liebsten will ich jetzt einfach das Video beenden, mich einfach wieder ins Bett legen, einfach wieder hinlegen, einfach. Einfach wieder schlafen. Immerhin ist die Spülmaschine schon fertig. Das heißt, ich kann jetzt hier gleich schon mal die Spülmaschine ausräumen. Durch, Alter, ich bin durch. Wirklich jetzt hier. Und eine Frage habe ich noch. Sascha hat letztens bei mir hier zu Hause Shisha-Kohle angemacht, auf dem Herd. Wir hatten keine Alufolie oder diesen Grill dafür und der hat das hier einfach draufgelegt auf dem Herd und jetzt schaut euch mal diese Flecken an. Ich meine, ich habe es schon mal im anderen Video gezeigt, aber da war nichts irgendwie in den Kommentaren, was weitergeholfen hat. Leute, kriegt man das noch weg oder muss ich dem Mieter bzw. dem Eigentümer hier dieser Wohnung so ein neues Ding holen? Ich hoffe nicht, ey. Aber jetzt mal scheiß auf die Herdplatte. So sehe ich heute aus. Viele von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, ey Felix, zeig mal so deinen Outfit in den Videos und sag mal, woher du die Klamotten hast. Das ist so ein ganz normales Basic-Shirt von Live Fast Die Young. Das ist eine Zara-Hose, die habe ich mir halt selber aufgeschnitten. Nur die ist halt ein bisschen weiter eingerissen, weil eigentlich war die bis hier. Aber so ein Kollege hat mir die besoffen einfach aufgerissen. Richtiger Spasti, Alter. Ja, und einfach Nike-Schuhe. Nichts Besonderes, aber geht eigentlich voll klar, finde ich. Ich feiere das T-Shirt einfach, ne? Kostet 30 oder 40 Euro. Ist zwar relativ teuer für ein T-Shirt, wo halt echt nichts drauf ist. Aber mal ganz ehrlich, ich feiere das halt vom Fit, oder? Also vom Fit sieht das auf jeden Fall fresh aus, finde ich. Und Leute, ich gehe jetzt zum Sport, ich nehme euch wieder mit. Heute nur Brust und ich würde sagen, kann man auch mal mein Gesicht filmen? Ja, sollte auch noch klar gehen. Ich schnipp jetzt hier einmal so und dann bin ich schon in Sportklamotten, okay? 3, 2, 1. Ja, da haben wir das Sportoutfit. Kurze Hose bei dem Wetter sowieso Pflicht. Kurzes Shirt auch, Leute. Ich finde, das sitzt irgendwie richtig gut. Hatte ich eben die letzten Trainingseinheiten auch immer irgendwie an. Ich glaube, ich muss ja mal neue Sportklamotten. Und auf jeden Fall geht es jetzt zum Sport und danach gehen wir ganz in Ruhe auf die Sachen mit dem Auto ein. Ich bin schon ein bisschen traurig, das Auto habe ich jetzt noch 1, 2 Monate, aber komm, ich will nicht zu viel verraten. Ich gehe jetzt erstmal zum Sport und danach können wir ganz in Ruhe über das Auto quatschen. Mir selbst drücken. Ich habe jetzt 91 gemacht, vorher natürlich ein bisschen warm gemacht. 90 ging einfach 5 Stück, dann habe ich einen mit 95 gemacht, ging auch noch so gerade eben 5 Stück. Ich werde überlegen, ob ich jetzt einen mit 100 machen soll oder ob ich nochmal 1,25 machen soll. Also dann sind es glaube ich 98, glaube ich, oder ich habe keine Ahnung. Ich bin echt voll im Arsch. Aber ich glaube, ich mache mit 100, ich filme das und wenn ich abkacke, kacke ich ab und dann bin ich auf Kamera. Ich glaube, das ist eine coole Kombo, oder? But do you know what I know? Do you love? Do you hate? Do you care what I say? Is it all just the same? Always make these mistakes. Ooh, eBay, be, take me, play me. All I wanna do is please. Wanna spread like a disease. Ooh, eat crazy, tasty, baby. Lecker essen, schön Hähnchen geholt, 900 Gramm, 3 Paprika und den besten Schafskäse, den es aktuell auf dem Markt gibt. Ich bekomme da leider keinen Cent für, aber ich feiere diesen Schafskäse. Und ich zeige jetzt mal kurz die Form jetzt hier direkt nach dem Training. So, ja, lässt sich eigentlich sehen. Wie gesagt, ich habe Brust trainiert, ihr habt ja auch ein bisschen was gesehen und am Ende halt noch ein bisschen Bauch. Ja. Bauch kommt auch langsam. Wie gesagt, ich habe auch echt wenig Kalorien aktuell nur am Start. Ich esse wirklich so aktuell, glaube ich, nur so 2000 Kalorien oder manchmal sogar weniger als 2000 Kalorien. Und ich muss da echt aufpassen, dass ich nicht irgendwie anstatt Fett, sondern meine Muskeln irgendwie verliere. Da muss ich irgendwie gucken, dass ich das so einigermaßen hinbekomme. Weil ohne Spaß, ich gehe eigentlich zweimal am Tag zum Sport. Ich mache einmal mein Fitnesstraining, so irgendwie Brust, Schulter, Rücken oder sowas. Und dann eigentlich abends noch immer ein bisschen Cardio, Seilchen springen oder einfach ein bisschen laufen. Und dann muss ich echt jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel Muskeln eben verliere. Weil das Fett hier am Bauch, das muss weg, Leute. Damit ich dann schön schrill bin und keine Ahnung. Da muss ich jetzt irgendwie mal gucken,
Ja, dass ich da irgendwie die Kurve kriege. Ich habe keinen Bock, dass ich da zu viel Muskelmasse verliere. Klar, bei einer Diät verliert man immer ein bisschen Muskelmasse, aber man kann das ja eben so ein bisschen optimieren. Leider habe ich da auch nicht so den krassen Plan von, muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber ich baller mir jetzt erstmal das Essen rein. Ich habe so Hunger. Wie gesagt, 900 Gramm Hähnchen habe ich mir geholt. Und dann haue ich mir jetzt erstmal schön lecker rein. Boah, Leute, ich bin komplett vollgefressen. Ich habe mir gerade alles reingezogen. Das Hähnchen, ein bisschen ist noch drin. Das esse ich nach dem Stream. Ich bin nämlich gleich live auf Twitch. Folgt mir ganz gerne mal auf Twitch. Mein Link ist unten in der Beschreibung. Ich versuche jetzt jeden Tag live zu gehen. Auf jeden Fall habe ich mir das ganze Essen jetzt reingehauen. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt hier einfach mit meinem Baby mal reingesetzt. Was leider nicht komplett sauber ist, aber egal. Wartet mal. Hier sind wieder irgendwelche Flecken, aber komm, scheiß drauf. Ich war heute einfach wirklich schlecht gelaunt wegen diesem einen Typen da. Der ging mir so auf den Sack, deswegen habe ich das Auto nicht so, ja, komplett geputzt. Aber ist auch egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe mich jetzt hier in mein Baby reingesetzt, weil, Leute, es ist kein Clickbait oder irgendwas anderes. Ich muss das Auto bald wirklich abgeben, es ist soweit. Ich habe den Wagen jetzt, glaube ich, 2,5 Jahre gehabt. Ich glaube, ganz zum Start von YouTube habe ich mir, glaube ich, den Wagen geholt. War nämlich Leasing, beziehungsweise ist ein Leasing-Auto und die Leasingrate läuft bald aus. Und ich muss mir jetzt langsam mal Gedanken machen, ey, was für ein neues Auto ich mir hole. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht im Stream, so habe ich euch schon mal ein bisschen was gezeigt. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich in ein Auto verliebt und das ist so ein schönes Auto, nämlich ins E-Coupé von Mercedes-Benz. Neben mir, leider jetzt steht das Auto nicht da, wohnt nämlich ein Fußballspieler von Dortmund, von der zweiten Mannschaft und der hat auch dieses VIP-Leasing von Mercedes und der hat halt ein E-Coupé, ich glaube ein E300 oder so. Man braucht nun mal jetzt ein E53. Ich bin schon mit Lukas mit dem E53 gefahren und der war heftig so und ich meinte immer zu Lukas, nee, kein E-Coupé, voll das Opa-Auto, lieber C63. Und ja, seitdem ich den jetzt jedes Mal so sehe, Alter, der hat mich so geflasht, der E-Coupé. Lukas, sorry, Alter, du, das ist ein krankes Auto, E-Coupé, das heftigste Auto, scheiß mal auf C63. Wobei, C63 wäre auch heftig, aber komm. Naja, auf jeden Fall hat der Fußballspieler halt von Dortmund ja auch diesen S-Coupé, beziehungsweise E-Coupé, wie komme ich jetzt auf S-Coupé? Ich fühle den unfassbar, das wäre so ein absolutes Traumauto. Ich habe mich leider noch nicht damit befasst, so, was der so kostet im Monat, generell, was mit der Kilometerleistung oder was man da anzahlen muss. Müsste ich jetzt bald mal machen, so, dann kann ich euch auf jeden Fall auch mal ein Update geben. Aber vielleicht habt ihr irgendwie einen Vorschlag, so, was für ein Auto ihr mich seht oder keine Ahnung was. Ich bin einfach mal offen, Leute. Schreibt mal euer Lieblingsauto einfach mal in die Kommentare rein oder gebt mir einfach mal gute Vorschläge, so, was für ein Auto ich mir vielleicht als nächstes so holen soll. Klar, ich bin jetzt kein Standardskill, ich kann mir jetzt hier kein Lambo kaufen, aber ey, so ein E-Coupé, das wäre einfach so heftig, weil guck mal jetzt hier, ich sitze in meinem BMW, ne, ist ein M240i, ich darf mich eigentlich auch gar keinen Fall beschweren, ist auch ein schönes Auto und so, aber Leute, dieses Interieur hier, ne, das haben die seit 10 Jahren nicht mehr gewechselt hier. Klar, ist das auch ganz geil mit den Schaltwippen hier und so, aber wenn man das vergleicht mit dem E-Coupé, da ist ja dieser riesen Bildschirm, der geht hier komplett einmal so rüber. Ich wünsche, ich könnte euch das gerade mal zeigen, wobei ich kann ja einfach mal kurz ein Bild einblenden. So sieht halt der E-Coupé aus und Leute, das ist halt schon mal was komplett anderes. Das sieht definitiv krasser aus, oder Leute? Also ohne Spaß, ich habe mich einfach so ins E-Coupé verliebt und Lukas hat halt den E53, bevor er jetzt, glaube ich, den AMG GTS geholt hat. Ich weiß es gar nicht, ich meine, den hat er davor gehabt, aber ich, oder? Doch, ich glaube schon, er hat auf jeden Fall davor gehabt. Ich bin mal mitgefahren und einfach ein krankes Auto. Aber für mich persönlich muss es jetzt auch kein E53 sein, so ein E300 reicht für mich auch noch aus, so in Anführungsstrichen so. Ist immer noch ein krankes Auto, aber ich will auch gar kein Auto haben mit übertrieben viel PS, weil ohne Spaß, meiner hat 340 PS und ich nutze sie gar nicht. Also wirklich, ich fahre wie eine Frau. Ich will jetzt hier keiner Frau zu nahe treten, aber echt, ich fahre einfach immer ganz entspannt, auch auf der Autobahn, auf der rechten Spur, gib mir einfach ein bisschen Musik, hör mir einen Podcast an und so. Ich brauche gar nicht dieses Schnelle. Und was mich am meisten abfuckt, ist sowieso mit dem Wagen hier auch. Ich hatte immer so einen 12-Liter-Verbrauch. Ich glaube, ich war zweimal die Woche tanken, Minimum für 100 Euro insgesamt. Das war scheiße so. Das ist einfach unnötig Geldausgeberei, meiner Meinung nach. Klar kann man jetzt argumentieren, du kannst ja auch einen Corsa holen und so, aber nee, ich will auch schon ein bisschen Komfort haben und so eine E-Coupé, Alter. Das ist schon ein krankes Auto, das ist einfach schon auch zu heftig, das ist auch nicht selbstverständlich und keine Ahnung was. Vielleicht ist es auch gar nicht machbar, vielleicht ist es zu teuer. Ich muss einfach mal schauen, ich muss einfach mal bei Mercedes anfragen. Ich glaube nicht, dass ich dieses VIP-Leasing bekomme, weil ich habe letztens gesehen, dass dieser Justin, also dieser Fashion-YouTuber, auch das nicht bekommen hat. Und warum sollte ich das aktuell bekommen? Also ich glaube definitiv, das wird nicht. Aber vielleicht habe ich ja irgendwie Connections. Ich kenne so 1, 2 Mitarbeiter bei Mercedes, die auch relativ hoch da arbeiten. Vielleicht ergibt sich da ja irgendwas. Da muss ich einfach jetzt mal die nächsten Tage anfragen. Und ja, das ist jetzt der Grund, warum ich das Auto abgeben muss. Leasingrate läuft einfach raus. Schade eigentlich. Also ich hatte echt viel Spaß mit dem Wagen, aber irgendwie bin ich auch jetzt irgendwie froh, dass vielleicht was Neues kommt. Ich bin mal gespannt, was kommt, Leute. Ihr könnt mir, wie gesagt, in die Kommentare reinschreiben, was ihr für ein Auto mir vorschlagen würdet, was euer Lieblingsauto ist oder in was für ein Auto ihr mich seht. Ich bin einfach mal gespannt, Freunde. Und ich danke euch für heutige Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch, dass ich euch den ganzen Tag so ein bisschen mitgenommen habe. Ein bisschen noch so zum Sport. Wobei, ich habe jetzt nicht so viel gezeigt. Aber ich hoffe einfach mal, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr von mir sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ich danke euch fürs Zuschauen, Freunde. Macht's gut. Ciao.